herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder on Tour und zwar haben wir den Lamborghini-Motor dabei, denn an dem geht es jetzt tatsächlich weiter. Dafür müssen wir allerdings erstmal kurz etwas klären. Und zwar haben sich einige gefragt, kommentiert und so weiter, was an der Sache dran ist, dass Björn und ich nicht mehr zusammenarbeiten. Das ist korrekt. Es wird in Zukunft von Björn und mir keine Videos mehr geben. Es werden auch keine Motoren mehr bei Björn gebaut, was ich persönlich auch sehr schade finde. Aber nach 9 Jahren war es dann so, dass Björn mir halt gesagt hat, er hätte keine Zeit mehr für meine Motoren. Und so ist es jetzt gekommen, wie es gekommen ist. Ich habe dort alle Motoren abgeholt und habe mir jetzt Alternativen gesucht. Ich denke schon, dass es auch noch weitere andere gute Motorenbauer in Deutschland gibt. Ich blicke in die Zukunft, weil das war nämlich immer ein Problem. Dieser Zeitmangel hat mich definitiv immer in den Projekten eingeschränkt. Ich konnte nicht mal eben sagen, ich würde jetzt einfach gerne in so einen Motor mal einen Satz Pleuel reinstecken und den überholen, weil es war halt grundsätzlich immer Zeitmangel. Der Lambo-Motor stand jetzt in Summe 5 Jahre da. Wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, was dann doch eigentlich so 5 Jahre sind, ja, es ist schon extrem viel Zeit vergangen. Es war eine extrem coole Zeit, wir haben beide viel gelernt. Ich weiß noch immer, wie ich Björn dazu zwingen musste, überhaupt ein Video zu machen und VR6-Motoren und so weiter zu machen. Aber unterm Strich können wir es jetzt nicht ändern und es wird auch so noch jede Menge coole, krasse Technikvideos geben. Ja, und genau deswegen fahren wir jetzt auch nach Troisdorf zu der Firma Subi Performance, auch ein Motorenbauer. Derjenige hatte sogar schon mal den Lambo V10 Motor in der Hand. Und zwar hat er den optisch sauber gemacht mit so einem Sodastrahlverfahren. Ich halte sehr viel von ihm. Baut jede Menge Subaru Motoren für die Nordschleife, unter anderem auch für den Tim Schrick. Und ist auch recht aktiv auf YouTube. Also wenn ihr schon mal ein bisschen was sehen wollt, klickt einfach mal seinen YouTube-Channel an. Und ich glaube, dass das ganz gut werden könnte. Ich freue mich drauf, dass es jetzt an den Projekten endlich weitergeht und wir mit Vollgas voraus Motoren bauen können. Einen kleinen Zusatz noch. Ich habe tatsächlich hier und da gelesen, dass ich nicht mehr mit Björn zusammenarbeite, weil er daran schuld ist, dass meine Limo abgebrannt ist. Absoluter Quatsch. Braucht auch gar nicht erst sowas schreiben immer. Hat wirklich rein gar keine technische Ursache, dass die Motoren nicht mehr bei Björn sind, ist wirklich eine reine zwischenmenschliche Sache. Und deswegen hört einfach auf, sowas zu schreiben. So, wir sind angekommen. Als allererstes stelle ich euch mal den André von Subi Performance vor. Hi. Erstmal cool, dass du dich der ganzen Sache annimmst. Jo. Weil das ist ja manchmal so bei, ich sag jetzt mal nicht nur Motorenbauern, sondern generell Handwerkern fremde Sachen übernehmen, ist immer nicht ganz so einfach. Ne? Ja, ist eine komplett andere Angelegenheit hier, ne? Aber ist irgendwie auch eine coole Herausforderung. So, genau das machen wir nämlich heute. Wir machen mal so eine kleine Bestandsaufnahme, um mal überhaupt zu sehen, was Phase ist. Was genau noch gemacht werden muss, was schon fertig ist und so weiter. Ne? Wir stellen jetzt noch nicht den Maschinenpark hier heute vor, das machen wir beim nächsten Mal, weil heute soll es wirklich rein erstmal um Thema Lambo gehen. Hm? Weil normalerweise machst du ja auch viel mit Buchsen, Subaru-Motoren. Ja, genau. Ab wann müssen die gebuchst werden? Oder sind die immer gebuchst? Alles über 500-600 PS machen wir dann direkt Buchsen rein. Ne? Original, also es sind keine Alusil-Motoren, aber es sind halt Motoren, die eingegossene Buchsen haben ab Werk, aber die sind halt so dünn, dass die ab einer bestimmten Leistung einfach reißen oder die Kopfdichtung fliegen geht. Mhm. Ja, und wenn es ja mal ganz krass werden soll, dann gibt es nämlich auch diese Vollbündet-Version hier. Genau, also
Das ist dann für den, den Chef. Wir haben kurzzeitig überlegt, ob wir einfach zwei hintereinander schrauben. Aber ja, ja, das ist krass, dass es für Subaru auch so viel zu kaufen gibt. Ne? Ja, also in Amerika ist das ein, halt ein Riesenmarkt, die Subaru-Geschichte. Und da sind die Jungs komplett verrückt. Die hauen, die knüppeln sich da 1200 PS in den Vierzylinder rein und fahren dann dreimal den Strip runter oder so. Haben die einfach Laune bei. Das heißt, ein Großteil deiner Kundschaft ist auf jeden Fall auch international. International. Leute auch, ärgern sich oft, dass ich immer nur englische Videos mache, aber für die kleine Subaru-Community in Deutschland lohnt sich das leider nicht wirklich. Okay, ja, so, jetzt schweifen wir schon wieder ab. Also, ja, genau. Thematik V10. Erstmal theoretisch ganz was anderes als ein Boxermotor, aber das wird am Ende ja nicht das Problem sein. Vermute ich mal. Ne? Für mich sind das alles die gleichen Löcher. Jetzt müssen wir direkt schon mal klarstellen, ich gehe an die Sache ran und bin mir eigentlich leider ziemlich sicher, dass dieser Block eh nicht halten wird. Um das schon mal von vornherein klarzustellen, um mich schon mal seelisch darauf vorzubereiten. Mhm. Weil das wissen einfach die Amis, ab, ich sag jetzt mal vorsichtig, 1500, 1600 PS reißt der in der Mitte einfach durch. Okay. Da sind die dann einfach am Limit. Egal, was wir hier dran versteifen mit Lagergasse, Bolzen und so weiter. Ne? Irgendwann ist dieses Ding halt einfach zu schlecht. So, aber wir haben ja zum Glück einen, das heißt, wir können einmal einen kaputt machen. Ja. Und jetzt ist das Wichtige, wir wollen natürlich auch was bei draus lernen. Und deswegen bin ich auch hier, weil ich glaube schon, dass wir so als in Teamwork auf jeden Fall immer ein paar coole Sachen zusammenkriegen. Definitiv. Gerade auch so Schäden analysieren, gucken, was man besser machen kann und so weiter. So, und da ist nämlich Punkt 1. Alu, ab Werk schon immer im Arsch, müssen Buchsen rein. Ja. So, da hatte sich Björn diese Buchsen so überlegt. Das heißt, die sind, wie sagt man, trockene Buchsen? Ja, trocken eingesetzte Buchsen. Und für die Wandstärke kommen mir die erstmal relativ dünn vor, wenn man mal vergleicht. Schau mal, was hier für Dinger drin sind. Man darf aber halt nicht vergessen, dass eben auf einen Zylinder wir halt ein paar Zylinder mehr haben und dass hier eben 150 PS pro Zylinder wirken und da schnell 200-300 PS. Deswegen, ne? Ja. Und dann kommt dazu, der Zylinderabstand ist halt aber auch viel, viel kleiner hier. Ne? Ja. Du siehst ja so schon, wie dünn das hier wird. Mhm. Und ich glaube, wir sind hier, ich glaube, ein Zehntel oder so haben wir noch an Fleisch. Das ist definitiv ziemlich, ziemlich dünn, was aber Vorteil ist, dass wir hier eine deutlich bessere Kühlung vom Brennraum haben. Ne? Also die Wärmeabwicklung von der Buchse rüber zum Aluminium, das ist da katastrophal. Wir können schlechte Zündung fahren. Bei dem Ding funktioniert es wahrscheinlich dann besser. Woran liegt das? Ja, das ist Therma, bei der dicken Wandstärke der Buchse. Ach so, du meinst, dass durch die Buchse nichts mehr durchgeht? Genau, die Thermik kriegen wir kaum aus der Buchse raus. Mhm. Ne? Deswegen müssen wir hier Methanol und irgendwelche Einspritzungen zur Kühlung, dass es funktioniert. Das heißt, wäre es besser, wenn die Buchse da dann offen drin steht? Ja, aber ich denke, dann haben wir Probleme mit Vibration. Mhm. Hier sieht man, dass die Buchse zum Beispiel extra nochmal oben gestützt worden ist. Mhm. Und so eine dünne Buchse kann bei hohen Drehzahlen auch anfangen zu schwingen. Und dann wird die auch nicht. Oh, hört man so. Okay, weil wir haben nämlich damals einen Block kaputt gemacht, um mal zu gucken, wie wir das am besten gestalten. Nein, keine Angst, das war kein Heiler-Block, sondern der war schon. Hat schon mal Pleuel Hallo gesagt. Also der hat schon was hinter sich. Witzigerweise muss man leider selbst für diese Blöcke tatsächlich noch viel Geld ausgeben. Echt? Weil ein V10 immer so beliebt im Wohnzimmer auch als Tisch und so ist. Ne? Ah ja, stimmt. Die stehen ganz oft so mit Glasplatte drauf und deswegen war selbst das nicht so einfach. Ja, und dann haben wir halt angefangen und geguckt mit Björn damals, wie wo was am besten machen. Und erstmal radikal groß gemacht, um zu gucken. Ja, ist auf jeden Fall die richtige Angehensweise, wenn man damit noch keine Erfahrung hat. Ich habe auch erstmal einen Subaru-Block in der Mitte zersägt, so, und habe mir den erstmal angeguckt. Ja, also man sieht hier, dass die Buchse natürlich noch einen relativ weiten Sitz hier unten hat, wenn man die da einpresst und das offen lässt. Ne? Mhm. So wie jetzt das hier der Plan ist. Das ist schon mal gut. Mhm. Oben die Abstützung, würde definitiv, wenn die Buchse jetzt hier so drin wäre, würde ich hier oben dafür sorgen, dass hier die komplett gestützt ist, so wie das hier der Plan, glaube ich, auch war, oder? Ja, theoretisch. Oder wollte man die so sitzen lassen? Nee, also das war nur um zu gucken, wie viel Wandstärke da ist, um halt diesen Durchmesser zu definieren. Ne? Ja. Das war mehr so der Plan dahinter. So, also übertrieben gesagt, geguckt. So, und dann auf dieses Maß gekommen. Und so sieht das Ganze dann am Ende aus.
Haben aber bestimmt schon mehr Leute gemacht, oder? Ja. Das Problem ist, das ist der 5.0er Motor. Es gibt ja die alten italienischen Motoren, sind noch die 5.0er und dann gibt es die neuen 5.2er, das ist dann baugleich R8 und so weiter. Mhm. So, und ich habe halt leider das Auto mit dem 5.0er und dementsprechend passen auch Köpfe und gar nichts von dem anderen Motor. Mhm. Das heißt, man muss den machen. Auf dem beschäftigen sich relativ wenige. Also so Open Deck gibt es ja gar nichts. Ja. Wenn, dann muss es schon wirklich eine trockene Büchse sein, so wie wir das vorhaben. Mhm. So, und so sind wir dann zu diesem Entschluss gekommen. So sitzt sie da theoretisch drin. Das ist eigentlich gut. Würde ich für gut befinden. Also die jetzt so, Daten macht das oft, dass die so offen reinsetzen, auch bei Honda. Wie gesagt, mit den Schwingungen ist das nicht so gut, da ist das so besser. Mhm. Hier der Sitz ist auch, das ist ja im Prinzip der Bund, wo die Büchse sitzt. Und oftmals gibt es ja das Problem, dass so Büchsen runterfallen nach diversen Betriebskilometern. Das liegt immer daran, wenn hier oben quasi dieser Sitz nicht mega flach und sauber gebohrt worden ist oder gespindelt worden ist, denn man hat oft so eine Art Aufbauschneide hier bei Aluminium. Mhm. Dann ist der Sitz so ein bisschen... Aufbauschneide heißt? Auf der Schneide quasi tut sich beim Fräsen oder beim Spindeln quasi was aufbauen. Mhm. Und dann ist die unpräzise. Dann ist die, wenn man die jetzt unter dem Mikroskop anschaut, ist die so. Ne? Mhm. Und ich tue deswegen eigentlich in der Regel ganz gerne mit Kühlschmierstoff arbeiten und ich zeig mal hier, da gibt es dann extra Messer, entweder für Guss oder eben für so eine Wendeplatte für Aluminium. Mhm. Und man sieht, dass die Aluminium-Wendeplatte eine andere Beschichtung hat, auch eine andere Form im Vergleich zu der Gussplatte. Ah, stimmt, ja. Ne, und die kommt hier auf den Bohrkopf so drauf. Das heißt, du würdest solche Zylinder sogar bei dir hier auf der CNC quasi? Ja, gerne. Ich denke aber, dass wir da, obwohl, das Ding ist ja eigentlich flach. Ja, vielleicht mit der CNC, genau. Aber ich tue oftmals auch Sitze mit einem normalen Fräser machen. Mhm. Denn ich mache die Bohrung für den kompletten Schaft unten und dann oben einmal den Sitz quasi im Programm schreiben und dann hast du einen super glatten Sitz. Thema Buchsen ist ja immer so ein Risikothema. Ne? Ich weiß ganz viele, mit denen du sprichst, zumindest bei VW, Audi und so weiter Motoren, die sagen immer, lass die Finger von Buchsen, es wird nicht funktionieren am Ende. Wie ist das bei dir so und den Subaru-Kunden? Wie hoch ist da so eine Ausfallquote oder ist das wirklich, dass du so weit bist, Buchsen gleich perfekt funktioniert, immer setzt sich nichts, wird nichts undicht und so weiter? Also in Amerika, es kommt immer von Amerika bei Subaru mit diesen Buchsen und da haben sie das angefangen und dann war das immer nur schlecht. Mhm. Und dann haben viele das nachgemacht, haben es auch nicht gut gemacht, aber wenn die eben diesen Sitz präzise machen und dann auch mit einer Vorgehensweise, wie man die einpresst, man hat da ja ein Pressmaß, wir erhitzen den Block und machen die Büchse kalt, dann ist das Ding safe fest. Mhm. Wir lassen den zum Beispiel auch abkühlen unter 15 Tonnen Druck mit einem Dichtmittel, so einem Flächendichtmittel, was aber auch so hart wird, dass es quasi klebt, safe ist. Ja. Okay, so, das ist Punkt 1. Thema Buchsen, okay, da wirst du dich so ein bisschen reinfuchsen. Dann müssen wir hatten ja damals die Lagergasse leider kaputt gemacht, als wir von 10 auf 14 aufbohren wollten, war die gesamte Zentrierung von der Lagergasse auf einmal weg. Und das haben wir das Ganze dann ja bei NG wieder gerichtet, um es mal so rum zu sagen. Das heißt, das ist alles neu gestiftet, neu gebohrt, sind jetzt 8er und 11er Bolzen. Und dann hat Björn das Ganze durchgebohrt. Mhm. So, das ist allerdings noch nicht zu Ende, das heißt, da muss noch einmal wieder durchgehohnt werden. Sollen wir mal messen? Können wir. Was wir da haben. So, das muss noch zu Ende gestellt werden. Was haben wir gesagt, das wird 70 oder so? Ja, das ist gut schwer. Ja, Serie 70,00. Ist das korrekt angezogen? Ja. Ich habe es zumindest nicht mehr gelöst. So, die ist 500stel enger. 400stel. Ja, 400stel enger. Ich denke mal, ihr habt das damals gebohrt bei Björn 400stel enger und wollt das dann auf das Endmaß auf Finalmaß. Okay. Das ist ein Punkt, der auf jeden Fall noch gemacht werden muss.
Dann geht's weiter, Kolbenpleuel. Bin ich mal gespannt, was du da generell so zu sagst. Wird wahrscheinlich für dich so ein zarter, süßer Kolben sein, ne? Ja, die sind echt süß, ey. Auch vor allem das kleine Hemd, aber ich glaube, ihr habt das ja extra gemacht für so ein mehr weniger Ladedruckmotor. Genau, ne? das war ursprünglich mal gedacht. Ursprünglich, ich sage mal ursprünglich, aber es waren halt wirklich 5 Jahre. Ne? Mhm. Also die liegen schon ein bisschen. Wobei, ich wüsste noch nicht mal Verdichtung. Ich würde sagen, Verdichtung haben wir damals ungefähr 8-0 gemacht. Würde ich mal sagen, 8-0:1 ungefähr. Und Plan war halt, den Motor eher ein bisschen weniger Ladedruck, dafür ein bisschen mehr drehen. Ne? Ja. Weil die drehen Serie schon 8000. Wie viel Ladedruck? 2 Bar. Ja, okay. Das mit 8-0, das... Ja. Ja. Also wir zum Beispiel machen diese Rallye-Koffer, die richtig viel Ladedruck bekommen, die kriegen dann so eine Verdichtung von 9,3, 9,6. Echt immer noch so viel? Ja. Und welchen Sprit denn? Ja, nur mit so Oktanbooster-Zeug. Ja. Also so normaler Super Plus und dann irgendwie ein paar Flaschen Oktanbooster da rein. Mein Traum war auch immer ein Motor mit so viel Verdichtung, aber Björn und ich haben da Anfangszeiten mal schlechte Erfahrungen gemacht und seitdem kriege ich immer keine Motor mehr mit viel Verdichtung. Okay. Aber ist für den Fall egal, hier zählt wirklich erstmal, dass es läuft. Ja, auf jeden Fall dazu Auto Vertipol. Die sind normalerweise, klar, die müssen wir auf jeden Fall auch nochmal einmal durchchecken, durchmessen und so weiter. Normalerweise sind die aber, die kommen aus der Verpackung und sind perfekt. Die sind Top-Qualität, ja. So, und das hier war ein Malerohling, ne? Ja. Was wiegen die eigentlich? So, also ob es ein Malerohling ist. Doch, ich sehe das. Die hat Björn auf jeden Fall immer. Das ist ein safe Malerohling. Immer machen lassen, Taschen sind schon drin. Ja. Ist das, weißt du, was das für eine Legierung ist? Ist das eine 2618er oder ein 4032er? Ich gehe mal darauf an, was das 2618er ist. Kein Plan. Obwohl, die sind von, ja. 252. Hier ist auf jeden Fall auch noch, weiß ich, noch eine der ersten Beschichtungen von Jürgen von Picoa Tech drauf. Mhm. Ne? Den müssen wir auf jeden Fall auch noch mal mit ins Boot holen, weil da gibt es mittlerweile neuere. Also die muss der auf jeden Fall noch einmal bekommen. Okay. So, ich dachte mir nur, bevor die bekommen, guckst du dir lieber nochmal an in Bezug auf Ventiltaschen und so, ob dir das alles so zusagt, ob das alles gefällt. Ja, wir können die mal hier ein bisschen entgraten, ne? Ich denke mal, an einem habe ich das gesehen. Guck mal, ich glaube hier drüben. Dass die Kanten, wie siehst du das, dass das hier schon relativ dünnwandig wird? Ja, das ist schon, das ist natürlich ein Brennpunkt, weißt du, wenn du hier den Brennraum hast und hier entzündet sich die Flamme, so eine kleine schmale Kante ist immer so ein Angriffspunkt für schnelle Hitzeexplosion auf dem Kolben. Wie sieht denn das bei deinem S4 aus? Das ist ja ein 5-Ventiler. Ja. Und dementsprechend habe ich wirklich nur ganz kleine Ventiltaschen. Also ich habe eigentlich nur eine Ventiltasche in der Mitte auf der einen Seite. Und die ist anders gestaltet. Ja, ich sag mal so, wir können es eh nicht ändern. Weil nee, ich wollte sagen, wenn du... Die Tasche ist schon drin, das heißt ein bisschen entgraten und genau. Los geht's. So ein bisschen abrunden hilft schon extrem. Ja. Ich tue auch immer hier die Taschen, die ist hier total scharf, die tue ich auch quasi abrunden, dass es nicht so eine Spitze geben kann. Mhm. Das sind DLC-beschichtete, ne? Ja. Da haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Die sind super. Ja. Ich tue auch Nockenwellenlager beschichten und so. Echt? Mhm. Ja, okay. Kurbelwelle habe ich leider noch nicht mit. Die hängt nämlich noch im Lambo gerade drin. Die hatte ich da für die Messe erstmal in dem Block, den du auch sauber gemacht hattest. Mit dem Solarstrahlgerät. Da müssen wir auch nochmal später drauf eingehen. Die hatte ich da direkt noch drin gelassen, aber das kommt dann in den nächsten Tagen, Wochen auf jeden Fall auch raus. So, okay, Thema Block. Das heißt, womit würdest du als erstes anfangen? Ich würde jetzt erstmal schauen, wie ich den korrekt ausgerichtet bekomme. Möglichst auf der CNC. Ich würde den erst buchsen, denn wenn wir den buchsen und das verpressen und so, dann könnte sich immer noch was an der Hauptlagergasse verziehen. Wir werden den ja auch thermisch behandeln und deswegen auf jeden Fall erstmal buchsen und dann gucken wir uns die Hauptlagergasse an, das sollte aber kein Problem sein. Okay, so, pass auf, jetzt zeige ich dir die Zylinderköpfe noch, die liegen hier nämlich auch schon. Aber du machst ja auch viel mit NG, ne? Yes, die Jungs sind super. Deswegen, also eigentlich nur das volle NG-Programm, wurden allerdings damals dann auch von Björn zusammengebaut und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Tricks und Kniffs, Details... Also ich will jetzt mal sagen, da kann man jetzt nicht mehr so viel verkehrt machen, ne? wenn die Ventilführungen von NG gemacht wurden und das... Nee, das hat Björn alles gemacht, dort. Ah, Ventilführung? Ja, das ist schon so lange her. Ich meine, das hat NG hat wirklich rein nur die reine Bearbeitung gemacht. Also den... okay. Ah, der Brennraum ist... Auch gefräst. Auch gefräst. Okay. Ja, also wir können auf Dichtheit prüfen, ne? Mhm. Ist ja nicht das Problem, aber ich denke, er weiß auch sein Handwerk, oder?
ja, ist halt schon ein paar Jährchen her. Superdeckventile, Superdeckfedern, ja. Titanteller, das Übliche. Also wir können gerne mal an einem Zylinder dann nochmal die Ventile rausmachen und mal das Laufspiel von dem Ventil und der Ventilführung messen. Mhm. Ne? Mhm. Ja, aber ich denke, nee, ich dachte nur, es gibt vielleicht irgendwie Subaru-technisch irgendwas, irgendwelche speziellen Winkel, die gut funktionieren, nicht gut funktionieren und so weiter. Ja, aber ich denke doch, die Sitze hat auch NG gemacht, oder? Nee, hat auch Björn geschickt. Ah, okay. Ja, also ja, dann weißt du ja selber, dass NG doch diese schicken CNC. Ja, damals ja nicht. Ja, aber jetzt machen sie es ja, ne? Damals war das wirklich noch so NG reine Bearbeitung und Björn wollte ja eigentlich eh mal gar keine Köpfe machen. Mhm. So, also damals hat das noch so ein bisschen gemacht und deswegen hat er komplett Sitze geschnitten und so weiter. Mhm. Ich würde sagen, dass wir für den Motor das dann erstmal so lassen und wenn es dann in den nächsten Step geht, dann kann man da schön CNC-Kontursitze machen, denn du weißt ja selber von NG, dass das mega ausmacht. Ja, ja. Also das ist wirklich der Wahnsinn, was dieser kleine Radius vor dem Sitz da ausmacht. Ja. Okay, ja, so, das war erstmal eine kleine Bestandsaufnahme. Jetzt wissen alle, woran wir sind, was gemacht werden muss und so weiter. Haben wir es vor uns. Was denkst du grob, ist hier so bei dir so ein Zeitfenster für solche Projekte? Für so ein Projekt? 2 Monate. Das geht gut. 2 Monate ist realistisch. Die haben wir auf jeden Fall. Ja, schön. Und das Coole ist, wir können den Motor am Ende auch hier bei dir komplett montieren. Ja, also guck mal, haben wir genug Werkzeug? ja, Werkzeug. Ja, doch, halt, haben wir. Das Problem wird eher sein, wir müssen erstmal wen finden, wie wir den überhaupt wieder zusammenkriegen. Wo ist das Problem? Aber bisher hat man jeden Motor wieder zusammenbekommen. Ne? Also ich gehe mal davon aus. Ne? Ja, wobei das war schon mit der Steuerkette und so, mit den ganzen Spannern und so. Aber hat der verstellbare Nockenwellen? Ja, oder? Einlass und Auslass. Stellen wir die ein oder ist das dann... Ja, das müssen wir leider alles einstellen. Ah, okay. Ich dachte, das wäre irgendwie verstellbare mit Öldruck oder so. Nee. Ja, ist so. Nein, also doch, es ist zusätzlich auch verstellbar. Ja. Aber du musst natürlich schon eine Grundposition erstmal finden. Okay. Ja, und dann ist ja noch am Ende die große Frage, was für Nockenwellen überhaupt rein. Bisher haben wir immer, da sind wir von Serie ausgegangen, weil das halt auch für die Motoren, da gibt es nicht so viel. Ich denke, da haben wir noch gute Kontakte zu Schrick, oder? So. Ne? Es kann sogar sein, dass Schrick sogar, welcher hat, wo du gerade Schrick sagst, du baust mit Tim zusammen immer seinen Motor, ne? Ja, hat er diesen Boxer, den er in der VLN einsetzt, in dem BRZ. Und den, da denken wir uns hier immer ganz böse Sachen aus. Ja. Ne? Und da hängt die Scheibe. Wie das immer. Das heißt, wie viel PS hat so ein Motor ungefähr? Beim Tim? Oder du meinst die Boxermotoren? Nee, schon bei Tim. Tim fährt ja ganz speziell das hier Sauger und 2 Liter. Aber du hast auch Motoren, Boxermotoren im Renneinsatz schon so im Bereich 400, 500, 600 PS? Ja, Bergrennautos aus Italien, ja. Über 700. Die dann wirklich richtig verrückt den Berg damit hochscheppern. Die Italiener sind ein bisschen anders drauf wie wir. Kunden aus Amerika, die hier so machen. Kriegst du solche Motoren immer erst zurück, wenn sie kaputt sind oder auch mal so zur Revision? Nee, Revision oft. Wie oft müssen die so revidiert werden? Oh, mindestens einmal die Saison. Ja. Okay, aber eine Saison ist ja ein Traum. Ja, aber ich weiß nicht, das sind 8-9 Rennen. Ja, also alle 4-5 Rennen. Mhm. Also ich habe noch eigentlich genug Arbeit. ja, klar, das wäre natürlich, mit Nockenwellen können wir natürlich mal klären. Vielleicht gibt es ja da die Möglichkeit, also entweder haben sie sogar welche, oder es gibt die Möglichkeit, welche umzuschleifen, ja. Rohlinge, wie auch immer. Schöne Billet-Dinge. Lass gerade welche fertigen. Richtig. Auch bei Schrick direkt? Ja. Gibt es exklusiv Subi-Performance-Nockenwellen von Schrick in Billet, gibt es gar nicht auf der Welt. Also so richtig hohl gebohrte, schicke Dinger. Nicht, sonst gibt es einfach nur so umgeschliffene Gussdinger. Wie weit ist das von ihm? Remscheid? Mhm. 80 Kilometer. So, fast um Ecke. Ja. Ja, nee, so viel zum Thema VC. Ich würde sagen, das reicht für heute. Und im nächsten Video gibt es dann noch mal eine kleine Subi-Performance-Vorstellung. Haut rein. Ciao. Oh, yeah.